Florida Gelb Metallic und Aurora Schwarz Metallic. Geile Kombination, oder? Dir ist der Rio zu klein oder der Exceed und der Sportage zu groß? Bitteschön, das hier ist der Kia Stonic. Hier als 1,0T GDI mit 120 PS, 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe und 48 Volt Multibrid-System, Modelljahr 2022. Und den gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Einmal von außen, einmal von innen. Wir zeigen euch, mit welchen Besonderheiten das Gespann Stonic und Tab aufwartet. Und ich sage euch wie immer drei Dinge, die ich besonders gut am Stonic finde und drei Dinge, die ich gern anders hätte. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch. Es ist falsch, es geht schon falsch los. Das passt auch. Deswegen gucken wir uns jetzt den Tab 320 mal ganz genau an. Das ist jetzt einfach. Das kann die Kamera mal einfangen. Easy. Aber ich hab's nicht so einfach, weil ich beobachte da unten, die Frau hat ganz tolle Sonnenbrand. Hier vorne sind übrigens die zwei Propanglas, Propangas, wie heißt das? Flaschen. Bringt ja nichts. Nee, sorry. Der Stonic fällt unter die Rubrik Crossover, wurde im Herbst 2017 eingeführt und das Facelift hier kam im September 2020. Europaweit wurden vom Stonic über 250.000 Einheiten verkauft. Auf Deutschland entfallen ungefähr 30.000 Stück. Zum Facelift neu kamen die optionalen LED-Scheinwerfer mit diesem 4-Strich-Tagfahrlichtdesign, das für Kia in Europa einzigartig ist, mich aber an das US-Modell des Kia Stinger erinnert. Das finde ich gut. Neu sind außerdem die Parksensoren vorn und zum Modelljahr 2022 kam das neue Kia-Logo dazu. Alles weitere Wissenswerte zum Kia Stonic seht ihr jetzt. Der mit zahlreichen Designpreisen prämierte Stonic zeigt ein Design mit europäischer Handschrift. Denn sowohl das Exterieur als auch der Innenraum wurden vom europäischen Kia Designzentrum in Frankfurt am Main gestaltet. In enger Zusammenarbeit mit dem Hauptdesignzentrum im südkoreanischen Namyang. Angelehnt ist das Design des Kia Stonic an die Sportwagenstudie Kia Provo. So ist zum Beispiel das Dach im Stil eines herausnehmbaren Sportwagendachs gestaltet und bildet damit natürlich die ideale Basis für eine Zweitonlackierung. Der Stonic ist 4,14 Meter lang, 1,76 Meter breit mit Außenspiegeln 2,03 Meter und 1,51 Meter hoch mit Dachreling 1,52 Meter. Der Radstand beträgt 2,58 Meter, die Bodenfreiheit mit 17 Zöllern 18,3 Zentimeter. Mit seinen 18,3 cm Bodenfreiheit ist der Stonic nach dem Exceed mit 18,4 cm Bodenfreiheit als 18 Zöller bei uns der Kia mit der zweithöchsten Bodenfreiheit. Der Sportage und der Sorento kommen da nicht ran. Und wem das nicht reicht, für den oder die gäbe es sogar noch ein Fahrwerks-Uplift-Kit von Kia, mit dem der Stonic dann vorne 3 cm und hinten 2 cm höher liegt, hat also dann über 20 cm Bodenfreiheit und das Ganze kostet gerade mal 109 Euro zuzüglich Einbau. Das würde ich dazu nehmen. Anfang 2021 wurde zusätzlich noch eine GT-Line eingeführt. Mit eigenständigem, betont sportlichem Design haben die Stonic-Käufer damit noch mehr Möglichkeiten zur Individualisierung ihres Crossovers. Der Stonic wird grundsätzlich in 9 Außenfarben angeboten. Schneeweiß als Uni-Volltonfarbe gibt es kostenlos, die anderen Farben kosten Aufpreis. Insgesamt gibt es für den Stonic aber 29 Farbvarianten, denn je nach Ausführung gibt es bis zu 20 Zwei-Farbkombinationen. Also ich denke, da sollte für jeden was dabei sein, oder? Angetrieben wird unser Stonic von der Top-Motorisierung der Baureihe, einem 1 Liter Turbo-Dreizylinder Benziner. Der leistet 120 PS, 200 Newtonmeter, von 0 auf 100 geht's in 10,4 Sekunden und Spitze fährt er 185.
In der Topmotorisierung, unserem 1,0 TGDI mit 120 PS, kommt ein 48 Volt Benzin-Methybrid-System zum Einsatz. Unser Testwagen hat noch das optionale 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und seit dem Facelift verfügt der 1,0 TGDI außerdem über die CVVD-Ventilsteuerung. Das Methybrid-System heißt übrigens EcoDynamics Plus, verfügt über eine 48 Volt Batterie und einen Startergenerator, der mit der Kurbelwelle verbunden ist. Der Startergenerator kombiniert im Prinzip die Funktionen eines Elektromotors mit denen einer Lichtmaschine. Beim Beschleunigen unterstützt er den Verbrennungsmotor und reduziert dadurch natürlich Motorlast und Emissionen. Darüber hinaus kann der Stonic mit dem 48-Volt-System sowohl als Schaltversion als auch als Version mit DCT segeln. Das heißt, der Motor ist abgeschaltet und du nutzt im Prinzip einfach nur die Rollenergie, die du vorher erzeugt hast. Sobald ich dann wieder Gas gebe oder auf die Bremse gehe, schaltet sich der Motor sofort wieder an. Beim Bremsen, Bergabfahren oder Ausrollen, so wie jetzt, dient der Startergenerator unter bestimmten Bedingungen zur Stromerzeugung und Energierückgewinnung. Unser Stonic mit dem Automatikgetriebe verfügt über drei Drive-Modes: Eco, Normal und Sport. Gesegelt wird aber nur im Eco-Modus. Im Sportmodus wiederum spricht der Motor direkter an und die Lenkung wird härter und direkter. Jetzt zum Beispiel ist wieder mal so eine Segelphase, Motor aus, null Verbrauch. Zum Doppelkupplungsgetriebe habe ich im Prinzip nicht viel zu sagen, das macht seine Sache gut. Das Einzige, was ich noch gern hätte, wäre eine elektrische Handbremse und die Autoholdfunktion. Die Türen vorn. Oben harter Kunststoff. Im Armbereich ist es so eine gepolsterte Kunstlederoberfläche. Fand ich ganz gut. Im unteren Bereich wieder harter Kunststoff. Vorteil, es ist leicht abwaschbar. Das Innendesign des Stonics, das, ich hab's schon gesagt, in Frankfurt am Main kreiert wurde, kombiniert, so Kia, klare Linien und geschmeidige Oberflächen. Zu den Neuerungen gehört das 4,2 Zoll große Display in der Instrumenteneinheit, sowie der nun 8 Zoll große Bildschirm des Navigations- und Infotainment-Bildschirms. Wie ist das Wetter in London? Aktuell ist es in London sonnig mit einer Temperatur von 38 Grad. Adresssuche. Sagen Sie den PUI-Namen oder die Adresse, den bzw. die Sie suchen möchten. Karls Erdbeerhof in Elztal. Drei Ergebnisse gefunden. Sagen Sie die Zeilennummer. 1. Sie werden zum ersten Ziel auf der Liste navigiert. Routenführung wird gestartet. Jawohl. Na, das ist natürlich sehr nett. Mann, 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 du. Fahrwerk und Komfort. Beim Rio hatte ich damals erwähnt, dass mir das Fahrwerk auf schlechten Straßen oder bei kurzen Stößen etwas poltrig vorkam. Das ist hier im Stonic, wie fährt der denn? Überhaupt nicht der Fall. Der Stonic ist viel weicher gefedert und ich habe das Gefühl, der ist auch untenrum besser gedämmt, sodass du nicht so viel mitbekommst, was unterm Auto gerade Phase ist. Gefällt mir gut. Am besten fand ich den Komfort auf der Autobahn, weil der da echt sau komfortabel war. Das hat mich vor allem deswegen erstaunt, weil ich das eben von so einem kleinen Crossover wie dem Stonic nicht erwartet hätte. Allerdings, und das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, war der Rio auf der Autobahn leiser als der Stonic.
Obwohl der Stonic eigentlich nur 5 cm höher aufbaut als der Rio. 5 cm plus 2 cm Dachreling. Vielleicht liegt es an der Dachreling, dass da der Wind durchpfeift. Also, Fahrwerk sehr gut, Komfort gut, für mich aber gerne ein bisschen weniger Windgeräusche auf der Autobahn. Ich bin 1,77 Meter groß oder klein und wenn ich hinter meiner Fahrerposition im Stonic Platz nehme, stelle ich fest, also für mich ist hier üppig Platz. Ich bekomme die Füße unter den Sitz, obwohl der nach ganz unten eingestellt ist, vom Feinsten. Wenn der Beifahrersitz ganz nach vorne ist, sitze ich hier wie in der S-Klasse. Wenn der Sitz ganz nach hinten gestellt ist, schauen wir mal. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Das geht trotzdem noch. Da war es hier im Rio schon sehr eng. Im Stonic habe ich hier wirklich noch Platz. Vom Feinsten. Der Kofferraum des Stonic fasst im Normalzustand 352 Liter. Durch Umklappen der Rücksitzbank 2/3 zu 1/3 lässt sich das Laderaumvolumen auf 1155 Liter erweitern. In der Reserveradmulde verstaut ist die 48-Volt-Batterie des Mild-Hybrid-Systems. Vielleicht geht's euch wie mir. Ich habe mich seit März 2020 des Öfteren dabei ertappt, wie ich an Campingurlaub denke. Keine vollgepferchten Kreuzfahrtschiffe, keine engen Bettenburgen, keine überfüllten Ressorts. Einfach irgendwo schön in der Natur oder auf einem kleinen Campingplatz Urlaub machen. Vielleicht geht's euch aber auch wie mir. Ich habe nicht mal eben 80.000 Euro für einen Wohnwagen übrig oder für ein Campingmobil, wobei 80.000 da noch die unterste Grenze ist. Und außerdem, vielleicht geht es euch da auch wie mir, ich bräuchte trotzdem noch immer ein Auto für den Alltag, weil ich muss ja arbeiten gehen. Und vielleicht geht es euch auch wie mir, ich habe nur Führerschein Klasse B. Das heißt, ich kann maximal Anhänger ziehen bis 750 Kilogramm. Da habe ich was für euch. Das hier ist der Tab 320 der Firma Knaus Tappert. Der wiegt so, wie er hier steht, 678 Kilo. Maximal ziehen darf ich 750. Das passt. 678 Kilo. Und der Stonic darf maximal gebremste Anhänger ziehen mit 900 Kilo. Das passt auch. Deswegen gucken wir uns jetzt den Tab 320 mal ganz genau an. Oder? Schauen wir doch mal. Aber erst eine kleine Pause. Teardrop Trailer wurden die kleinen Wohnwagen genannt, die Anfang der 1930er Jahre in den USA in Mode kamen und bald auch in Deutschland ihre Fangemeinde erschlossen. Während die runde Form die Amerikaner an Tränentropfen erinnerte, wurde der Mini-Caravan hierzulande als Ei legendär. Genauer gesagt als Dübener Ei, weil die deutsche Variante dieses rollenden Doppelbetts erstmals im sächsischen Bad Düben konstruiert wurde. Wie aus dem Ei gepellt, präsentieren sich auch der kultige Nachfahre der Tab 320 und dessen Zugfahrzeug, unser Kia Stonic, zumal der Caravan aus dem Hause Knaus Tappert, im gleichen leuchtenden Gelb foliert wurde, in dem auch der Kia lackiert ist. Denn normalerweise sieht der Tab 320 je nach Wunsch so aus. Der Tab 320 ist 5,17 Meter lang, 2,01 Meter breit und 2,44 Meter hoch. Katja, eigentlich müssten wir den Tab 320 auch noch kurz vorstellen. Na okay. Ich würde sagen, als erstes zeigen wir euch, wie kinderleicht man den Tab 320 an den Stonic ankuppeln kann. Komm Katja, das geht. Es hilft doch nichts. Da kommt doch ein Unwetter. Sehen wir doch das Beste. Sehen wir doch jetzt schon. Als allererstes die Notbremse
an der Kupplung befestigen. Handbremse lösen. Und vorfahren das Teil. Der ist im Prinzip so leicht, dass du den selbst manövrieren kannst. Über die Kupplung heben, anheben und dann das Rad eindrehen. Bis es hier einmal schnalzt. Jawohl. Jetzt ist das Zeug eigentlich schon fest. Schlingerschutz. Und dann einmal das Rad ganz einfahren. Dass es uns beim Fahren nicht im Weg rumsteht. Oder abfällt. Ist schon vorgekommen. So. Okay. Wichtig ist noch Strom. Einmal rum. Vor der Abfahrt natürlich kontrollieren, ob die Lichter auch funktionieren. Und dann kann die wilde Fahrt auch schon losgehen. Das meinte ich mit einmal rum. Das meintest du mit einmal rum? Hm. Ja, das stimmt. Das Stromkabel ist ein bisschen lang. Da empfiehlt es sich einmal rum, das Ganze. Bitte sehr. Ab geht die wilde Fahrt. Katja, wir fahren jetzt von Plauen nach Zirndorf. Das ist in der Nähe von Nürnberg und es sind von Plauen ungefähr 190 Kilometer. Und dann gucken wir mal, wie viel der Stonic verbraucht, wenn hinten noch ein Tab 320 dranhängt. Ich würde sagen, los geht's. Los geht's. Ich war erstaunt, wie easy der Stonic mit seinen drei Zylindern und gerade mal 120 PS die knapp 700 Kilogramm des Tab 320 durch die Gegend gezogen hat. Durch die gerade mal 2,1 Meter Breite des Tab brauchst du auch keine zusätzlichen Außenspiegel, weil du gut dran vorbeigucken kannst. Der Stonic wiederum ist 2,3 Meter breit. Das heißt, wenn du durch eine enge Straße fährst und du denkst, hier komme ich mit dem Stonic durch, dann kommst du auf jeden Fall auch mit dem Tab durch, denn der ist schmaler. Ich würde, wenn ich mir den Tab holen würde, vielleicht noch einen Kühlschrank dazu nehmen. Und ich würde, auch wenn Führerschein Klasse B reicht, bevor ich auf große Reise gehe, noch ein paar Fahrstunden mit einem Anhänger nehmen. Denn das Wenden mit so einem Anhänger ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Das Gute ist, falls es mit der Rückwärtswende ganz und gar nicht funktionieren will, so wie in unserem Fall, dann kannst du eben, weil der Tab so leicht ist, den einfach abkoppeln. Drehen, den Stonic drehen, den Tab wieder ankoppeln und weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt nämlich von Zirndorf nach Plauen zurück. Hallo, wir wollten euch noch zeigen, wie einfach der Tab 320 vom Stonic abzukuppeln geht. Als allererstes Handbremse anziehen. Strom ab. Da kannst du eigentlich schon losgehen, oder? Kannst losgehen.
Kurbeln. Kurbeln. Jetzt musst du hier noch aufmachen. Auf. So, Handbremse lösen. Und dann im Prinzip, der ist so einfach, der ist so leicht, der kannst du von selber abziehen. Wichtig ist dann noch Notbremse lösen, Handbremse anziehen und als nächstes muss er noch standfest gemacht werden. Den Tab 320 standfest machen ist noch viel einfacher als abkuppeln, deswegen macht es jetzt die Katja. Bitte. Ja. Natürlich der falsche Schlüssel. Wenn man einen richtigen Schlüssel findet, ja. So. Kurbel. Kurbel. Und ich mach's einfach nur da drüben. Als ja, exemplarisches Beispiel. Exemplarisch. Ne? Tapzeroni. Für den Fall, dass ihr auf losem Untergrund steht, kann man sich hier irgendwas drunter legen, ein Stück Brett oder so. Aber das ist ja nur für Demonstrationszwecke. Easy. Jawohl. Hier hinten sind übrigens die zwei Propan-Gasflaschen verstaut. Sind ja heutzutage auch schon was wert. Wir wollen aber jetzt die Keile, damit uns das Ding nicht wegrollt. Wir müssen also hier praktisch verkeilen, dass wenn mal was ist, hier Stopp ist. Easy. Ich hab den Dreh raus. Ja. Vom Feinsten. Ja. Das Ganze machst du dann praktisch an allen vier Ecken. Rechts noch einen Keil ran und dann steht das Ding im Prinzip bombenfest. Wir wollten euch noch zeigen, wie einfach man hier aus dieser Eckbank ein Bett machen kann. 1,75 mal 2 Meter. Katja, los geht's. Blumen was? Weg. Tisch flachlegen. So, und diese Lehnen hier werden dann zum Teil der Matratze. Jawohl. Weg. Dann ist hier so ein... Ja, also vom Allerfeinsten. Katja, du hast jetzt selbst 2 Nächte drin geschlafen. Wie war's? Sehr bequem. Sehr bequem. Haben wir's doch. Nach einem ereignisreichen Tag zurück in die eigenen gemütlichen vier Wände kommen, etwas Leckeres kochen, sich ins Bett kuscheln und am nächsten Tag wieder fit für die nächste Tour sein. Seit Knaus Tappert im Jahr 2001 den ersten Tab vorstellte, genießt der Mini-Caravan nicht nur in seiner stetig wachsenden Fangemeinde Kultstatus. In der Ausstattung und im Fahrverhalten ist der Tab 320 ein komfortabler, moderner Caravan, der wie der Kia Stonic trotz kompakter Außenmaße mit einem erstaunlich großzügigen Interieur überrascht. Der Innenraum mit Stehhöhe bietet Platz zum Kochen, Essen und Schlafen. Die U-förmige Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch in der Mitte lässt sich mit wenigen Handgriffen in ein großzügiges Bett 1,75 m x 2 Meter verwandeln. Darüber hinaus bietet der kleine Caravan ausreichend Stauraum. Zum einen in den Schränken im Bug, zum anderen im Staufach unter der Sitzbank im Heck. Abgesehen von der speziellen Farbgestaltung entspricht der Tab 320 dieses Gespanns der Ausführung Mexican Sunset. Diese beinhaltet serienmäßig unter anderem die Spüle samt Wasserversorgung, den 2 Flammenkocher inklusive Gasanlage und einen Gaskasten für 2 5 Kilo Gasflaschen. Hochwertige doppelverglaste Kunststofffenster mit Sicherheitsverriegelung, die Dachhaube mit Insektenschutz und Verdunklung und eine LED-Lichtleiste unter dem Küchenoberschrank.
Der komfortable Zwei-Flammenkocher mit elektrischer Zündung, auf dem sich Töpfe und Pfannen fast jeder Größe verwenden lassen, ist mit einer Spüle kombiniert. Die Wasserversorgung erfolgt durch einen 20-Liter-Kanister mit Tauchpumpe. Normalerweise kommt das Wasser mit ordentlich Druck raus. Ich muss dazu sagen, es hat hier nur getröpfelt, weil unser Wasserkanister leer war. Darüber hinaus hat unser Modell noch folgende Extras. Die Polsterbezüge Active Rock, die Verdunklungs- und Fliegenschutzrollos an den Fenstern, die Serviceklappe hinten rechts, um den Stauraum unter der Sitzbank auch von außen nutzen zu können, sowie die Auflastung auf 1000 Kilo und eine Stabilisator-Sicherheitskupplung. Der Grundpreis für den Mexican Sunset beträgt 13.030 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der Gesamtpreis unseres Modells inklusive der genannten Extras sowie TÜV und Papiere liegt bei 15.108 Euro. Und jetzt drei Dinge, die mir besonders gut gefallen. Erstens die Optik. Normalerweise sage ich zum Design oder zur Optik nichts, weil das ist in meinen Augen alles subjektiv. Und nur weil es mir gefällt, muss das ja nichts heißen. Ich zum Beispiel finde auch den E-Soul vom Allerfeinsten. Vor allem im Space Cadet Green gefällt der mir über alle Maßen. Wobei andere dann wieder sagen, meh. Im Falle des Stonic mache ich aber eine Ausnahme, weil der mir speziell in der GT-Line echt gut gefällt, sodass ich mir gesagt habe, du nimmst einfach die Optik mit hier rein. Das bleibt mir unbenommen. Für Käufer und Käuferinnen in Europa, denen der Exit und der Sportage zu groß sind, für die bleibt halt dann nur der Stonic, der in meinen Augen keine schlechte Alternative ist, wenn du hoch sitzen willst und unter 30.000 Euro brutto Listenpreis bezahlen willst. Ich saß hier übrigens letztens mit drei weiteren Erwachsenen im Stonic und die beiden Erwachsenen in Reihe 2 waren erstaunt, wie viel da Platz drin ist. Und von den beiden, die in Reihe 2 saßen, hat sich eine jetzt schon mal den Stonic konfigurieren lassen und das sagt mir, dann ist der erste Eindruck vom Stonic wohl nicht der schlechteste gewesen. Zweitens, der Motor. Es ist ja wahrscheinlich mittlerweile bekannt, ich liebe Dreizylindermotoren. Knackig, kernig, nicht besonders laufruhig, aber schön lebendig. Und dann noch dieser Sound. Moment. Also, jetzt nochmal für euch dieser Dreizylinder-Sound. Geil, oder? Was mir hier am Antrieb nicht so gut gefällt, das sage ich euch später in der anderen Rubrik. Jetzt kommen wir aber erstmal zu drittens, dem Verbrauch. Und den erwähne ich auch immer nur dann, wenn er mir wirklich besonders gut gefällt. Der Stonic startet in der Basis bei 17.690 Euro. Die Ausstattung Platinum geht bei 26.740 Euro los. Unser Testwagen mit dem Doppelkupplungsgetriebe kommt auf 28.490 Euro. Dazu kommt noch die 2-Ton-Metallic-Lackierung für 880 Euro und das war's auch schon, der Rest ist drin. Somit kommt der Testwagen auf einen Gesamtpreis von 29.370 Euro. Ausgehend von einem kombinierten CO2-Ausstoß nach WLTP von 129 Gramm pro Kilometer beträgt die Kfz-Jahressteuer 90 Euro, hier seht ihr die Berechnung, sowie die Versicherungsklassen und die Serviceintervalle. Und jetzt drei Dinge, die ich gern anders hätte. Erstens ein Soundsystem. Mir fehlt hier drin ein Soundsystem. Die Standardboxen sind okay, wenn du viel Nachrichten, Podcasts oder Hörbücher hörst. Aber wenn du wie ich auch gern mal laut Musik hörst, da fehlt mir hier ein bisschen Volumen. Da mögen jetzt die einen sagen, ja, es ist aber doch nur ein Kleinwagen. Da sage ich, nee, wenn ich im Rahmen meiner Möglichkeiten jahrelang auf ein Auto spare oder jahrelang so ein Auto hier abzahle, der Bruttolistenpreis sind immerhin 28.000 Euro, dann will ich auch die Möglichkeit haben, ein richtiges Soundsystem dazu zu bestellen. Zum Beispiel so ein JBL-System wie in den Seat-Modellen. Ich weiß, der Stonic hört preislich da auf, wo ein Sportage gerade mal anfängt. Aber nur weil ich vielleicht nicht 40.000 oder 50.000 Euro für ein Auto ausgeben kann oder will, will ich trotzdem guten Sound haben, oder? Zweitens,
die Mittelarmlehne. Der Rio, den ich damals hatte, der hatte keine Mittelarmlehne. Da habe ich gesagt, die würde ich mir auf jeden Fall dazu bestellen. Das wäre dann die hier. Die ist mir aber zu schmal, zu weit hinten und zu tief. Zu schmal wäre für mich fast doch okay, wenn ich davon ausgehe, dass ich im Sonic vielleicht oft alleine fahre. Trotzdem ist die mir zu weit hinten und zu tief. Klassischer Fall von Ellbogenlehne. Und was ich drittens noch gern anders hätte, ist das 48 Volt Mild-Hybrid-System. Den 1,0 TGDI an sich finde ich spitze. Das 48 Volt Mild-Hybrid-System finde ich eigentlich auch okay. Aber in der Region, wo ich wohne, mit viel Berg und Tal, würde ich mir wünschen, dass der Stonic viel öfters segeln würde. Wenn ich zum Beispiel hier im Vogtland einmal einen Berg erklommen hätte, dann könnte ich, wenn ich bergab fahre, im Prinzip endlos segeln. Das macht der Stonic hier aber nicht. Sondern der Stonic entscheidet sich in meinen Augen manchmal nicht sehr optimal für die Rekuperation. Heißt, er gewinnt Energie zurück. Und dann kommt es eben auch vor, dass ich bei steilen Bergabfahrten an Geschwindigkeit verliere, weil durch die Rekuperation sich das ungefähr so anfühlt, wie wenn ich bei 50 vom fünften Gang in den dritten schalte. Ungefähr, dass ihr wisst, wie sich das anfühlt. Wo ich mir denke, wenn der jetzt nicht rekuperieren würde, könnte ich einfach dahin gleiten. Klar, ich kann wahrscheinlich einen Teil der rekuperierten Energie dann beim Beschleunigen wieder nutzen. Aber für mein Verständnis wäre es oft logischer, wenn ich einfach nur dahin gleiten würde, als Energie zu erzeugen, zurückzugewinnen, um dann wieder Gas zu geben, weil ich ja durch das Rekuperieren Geschwindigkeit verloren habe. Kurzum, was ich am 48 Volt Mild-Hybrid-System gern anders hätte. Mehr segeln und die Rekuperation entweder nicht so stark oder nur dann, wenn ich auf die Bremse gehe. So wie bei den Kia EV-Modellen vielleicht. Und jetzt wollt ihr bestimmt mein Fazit zum Kia Stonic hören. Ich sag's mal so, den Rio fand ich schon gut, aber den Stonic, den finde ich noch besser. Denn du hast hier einfach einen bequemeren Einstieg und sitzt gefühlt auch beim Fahren viel höher und das mag ich. Einzig, der Kofferraum war im Kia Rio besser nutzbar, weil unser Stonic hier mit dem 48 Volt Mild-Hybrid-System kommt, wo die 48 Volt Batterie da verbaut ist, wo beim Rio die Reserveradmulde war und beim Vollladen, zum Beispiel auf der Fahrt in Urlaub, ist das natürlich hier ein bisschen hinderlich. Ansonsten keine Einschränkungen. Ich persönlich würde auch nicht die Platinum-Version nehmen, denn Ledersitze im Sommer ohne Sitzlüftung will ich mir persönlich nicht antun. Ich würde die GT-Line nehmen. Mit dem 48-Volt-System würde ich mich wahrscheinlich arrangieren, obwohl, ich habe es ja vorhin erwähnt, mir die relativ harsche Rekuperation nicht so gefällt. Wenn du auf der Suche nach einem Crossover mit hoher Sitzposition für unter 30.000 Euro bist, dann ist der Stonic in meinen Augen echt eine Überlegung wert. Was sagst du denn zum Kia Stonic? Schreib es jetzt in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen oder geholfen hat, Daumen hoch, denn dir tut's nicht weh und mir tut's gut. Außerdem Kanal abonnieren. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch. Katja. Ja. Hast du was gesagt? Ja. Was hast du gesagt? Ja. Ja. Achso, okay, machen wir nochmal. Das war gut so. Das war gut so. Das hat doch keiner gehört. Das war scheinbar nicht gut, gut genug. So. Vielleicht geht's euch ja wie mir. Seit März 2020 habe ich mich schon des Öfteren. Vielleicht geht's euch ja wie mir. Seit März 2020 habe ich mich schon des Öfteren dabei ertippt. Ja, sie hat's einfach. Das kann die Kamera mal einfangen.
Aber ich habe es nicht so einfach, weil ich beobachte, da unten die Frau hat ganz dolle Sonnenbrand. Und das ist auch... Ja, sie, ja. Ja, das ist auch nicht schön. Also ich habe 30. 30, 50. Jetzt? Na, freilich. Was, warum? Wegen der Stunde? UV? Ja, wer mehr merken. Vitamin D3. D3. Wie das heißt. So. Vielleicht...